Hallo Friends und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut und oh mein Gott, das ist das erste Video aus unserer neuen Wohnung. Ich freue mich total und ich zeige euch jetzt die 11 Bücher, die ich im September gelesen habe. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe es geschafft. Es waren auf jeden Fall einige gute Bücher dabei und die zeige ich euch jetzt. Ich weiß nicht, ob man es im Video wirklich hören kann, aber hier hallt es ein bisschen. Einfach aus dem Grund, weil in unserem Wohnzimmer noch nicht so viele Möbel stehen. Deswegen, falls der Ton nicht ganz so geil ist, dann bitte habt Geduld mit uns. Wir werden das Wohnzimmer bald, hoffentlich in den nächsten Monaten, mit mehr Möbeln füllen und dann wird es hier hoffentlich nicht mehr hallen. Falls es jetzt gerade hallt, I'm so sorry. Aber ich zeige euch jetzt die Bücher und wir fangen an mit dem ersten Buch, was ich im September gelesen habe. Und es war auch direkt ein 5-Sterne-Buch. Ich habe nämlich Funny Story von Emily Henry gelesen und ich habe es geliebt. Ich weiß, dass Funny Story bei vielen Emily Henry-Fans gar nicht so beliebt war und dass einige Leute dem Buch keine so gute Bewertung gegeben haben, weil sie gesagt haben, dass es sich nicht so anfühlt wie das typische Emily Henry-Buch. Und für mich ist es genau aus diesem Grund ein 5-Sterne-Buch gewesen. Und genau aus diesem Grund hat es mir so gut gefallen, weil es nicht so war wie ihre vorherigen Bücher. Und irgendwie konnte ich hier einfach mehr relaten und mich mehr an diese Story reinfinden. In Funny Story geht es um Daphne. Und Daphne ist mit Peter verlobt und die zwei stehen auch eigentlich kurz vor ihrer Hochzeit. Dann hat Peter seinen Junggesellenabschied und danach fällt ihm auf, hey, ich glaube, ich bin in meine beste Freundin Petra verliebt. Daraufhin trennen die beiden sich und er schmeißt sie eigentlich raus. Und jetzt ist sie allein in einer Stadt, in der sie eigentlich niemanden kennt, außer ihren Ex-Verlobten und weiß nicht, wo sie hin soll. Und dann kommt es so, dass sie eine WG gründet mit dem Ex von Petra, weil Petra war auch nicht Single, die war auch in einer Beziehung und die hat sich dann auch von ihrem Freund Miles getrennt und Miles und Daphne sind, wie zu erwarten, am Boden zerstört und dann nimmt Miles sie mit auf in seiner Wohnung, weil er auch die Miete alleine nicht zahlen kann und sie, naja, muss ja auch irgendwo schlafen und eigentlich gehen die zwei sich aus dem Weg und wollen nichts miteinander zu tun haben, weil ich meine, die andere Person erinnert einen ja ständig daran, dass ja, der Partner jetzt mit seinem Partner irgendwie zusammen ist, ganz verwirrend. Aber dann kommt es so, dass die zwei sich gegenseitig helfen, drüber hinwegzukommen und eine Freundschaft schließen. Und es geht ja auch so ein bisschen um den Fake-Dating-Trope. Und mir haben die Charaktere einfach so gut gefallen. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, bei dem ich mich sehen könnte, dass ich es irgendwann nochmal lesen würde. Danach habe ich Done and Dusted von Lila Sage gelesen. Das ist das erste Buch der Rebel Blue Ranch-Reihe. Und für alle Fans der Chestnut Springs Reihe von Elsie Silver könnte diese Reihe auf jeden Fall etwas sein. Also ich fand es toll, es war leicht zu lesen, aber das Buch war jetzt kein Banger. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben, weil es hat sich zwar leicht und schnell lesen lassen, aber es hat mich einfach nicht so sehr überzeugt und auch deren Liebe zueinander konnte ich einfach nicht so nachempfinden und ich war nicht wirklich invested in diese Story. In diesem Buch geht es um Emmy. Emmy ist Profireiterin und nach einem Unfall kommt sie zurück in diese Small Town Meadow Lark, heißt es, glaube ich, um ja, sich halt auszukurieren und hat halt eigentlich ihre eigenen Probleme, über die sie aber nicht spricht und hat absolut keine Zeit, sich auch noch in den besten Freund von ihrem Bruder zu verlieben, den sie eigentlich nie wirklich beachtet hat und eigentlich schon fast als ihren eigenen Bruder mit angesehen hat. Damals, sie war aber eigentlich 10 Jahre lang nicht wirklich zu Hause und in 10 Jahren hat sich einiges verändert und auch Luke hat sich verändert und Luke ist irgendwie der Einzige, der sie gerade so versteht und dem sie ihre Probleme und Geheimnisse anvertrauen kann und ja, ich fand es ganz süß, aber wie gesagt, es war einfach nichts Besonderes. Dann hatte ich im September gleich noch ein 5-Sterne-Buch und das war Out on the Limb von Hannah Bonham Young. Ich fand das so gut. Wenn ihr den Miscommunication-Trope wie die Pest hasst, dann lest dieses Buch. Ich habe noch kein Buch gelesen, wo die zwei Protagonistinnen so gut über ihre Gefühle sprechen können. Ich war wirklich beeindruckt. Es hat zwar den Pregnancy-Trope. Ja, ich weiß, Moment, wartet. Ich mag den Trope eigentlich auch nicht, aber ich glaube, das ist das erste Buch mit dem Trope, wo ich sage, oh mein Gott,
richtig gut umgesetzt, hat mich gar nicht gestört und ich fand es auch eigentlich voll süß. Also es hat mir so unfassbar gut gefallen. Das Buch fängt so an, dass Rin, unsere Protagonistin, auf einer Halloween-Party ist und die ist als Pirat verkleidet. Und dort trifft sie auf Bo, der auch als Pirat verkleidet ist. Und die zwei kommen dann ins Gespräch und sagen dann so, hey, einer von uns muss sich umziehen. Wir können ja nicht hier beide als Pirat verkleidet sein. Und die Interaktion zwischen den beiden ist wirklich Chefskiss. Und dann sagt Rin halt, ja, okay, ich könnte mich umziehen. Aber sie hat halt so einen Haken an der Hand und nimmt den Haken runter und dann sieht man, dass sie eine Handfehlbildung hat. Also eine Hand von ihr ist halt nicht richtig voll entwickelt und deswegen trägt sie halt dann diesen Haken, um es halt nochmal witziger zu machen. Und Bo ist dann so, ja, okay, blöd. Und er hat einen Haken am Bein, also so ein Holzbein. Und nimmt das Holzbein ab und darunter ist kein Bein, weil er ja auch nur ein Bein hat. Und ja, dann merken die zwei, dass sie sich nicht nur gegenseitig attraktiv finden, sondern dass sie halt auch, wie gesagt, eine Gemeinsamkeit haben. Und dann landen die zwei ziemlich schnell im Bett. Und auch die Spice-Szene war wirklich sehr gut, war sehr gut geschrieben, hätte ich gar nicht gedacht. Und ja, Wochen später merkt Win dann, dass ihre Periode ausbleibt. Und dann kommt halt der Pregnancy-Turb. Aber wirklich, das Buch fand ich so gut. Ich habe so oft irgendwie kichern müssen. Ich weiß, dass als ich das gelesen habe, habe ich mit Laura gefacetimed. Und da hat sie noch gesagt, Alter, Nina, ich will das Buch jetzt auch lesen. Du bist durchgehend am Kichern. Und irgendwie, ich fand es total süß. Wie gesagt, die Kommunikation zwischen den beiden war einfach Chefskiss. Und es hat mir so gut gefallen. Also ich werde auf jeden Fall definitiv weitere Bücher von dieser Autorin lesen wollen. Dann habe ich Throttle von Lauren Asher gelesen und dem Buch habe ich so 3 Sterne gegeben. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das Buch nicht ganz so überzeugt. Es hat sich zwar einerseits echt leicht und schnell lesen lassen, aber andererseits waren da echt einige Momente, die ich so cringe fand und wo ich mir nur dachte, hä, nee, ich will das jetzt gerade irgendwie nicht lesen. Ich kann gar nicht beschreiben, wieso. Und ich kann auch gar nicht jetzt gerade irgendeinen Moment als Beispiel nehmen, warum ich das Gefühl hatte. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, das ist ja eine Buchreihe. Es gibt noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Buch. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass innerhalb von dieser Buchreihe, dass da noch bessere Bücher sind, weil an sich finde ich das Thema eigentlich richtig cool. Es geht ja um Formel 1 und das habe ich so auch noch nie gelesen. Und ich glaube, das hat Potenzial. Einfach die Story von den beiden, die hat mich leider nicht so überzeugt. Aber es geht um Maya und Mayas Bruder fährt in der Formel 1 und er wechselt das Team und kommt in das Team von seinem Rivalen. Zwischen den beiden ist in der Vergangenheit etwas passiert, weshalb die sich überhaupt nicht ausstehen können. Und das bedeutet ja eigentlich automatisch, dass sie den Rivalen, Noah heißt er, auch hassen sollte. Aber was ist, wenn sie ihn nicht hassen kann und wenn sie ihn anziehend findet und die zwei eine Chemie haben, gegen die sie nicht ankämpfen können? Und ja, eigentlich klingt es echt gut und an sich ist die Story auch gut, aber irgendwie an der Umsetzung, nee. Dann habe ich Reckless von Elsie Silver gelesen. Das hat mir die liebe Patricia geschenkt. Die Patricia war mit mir auf dem Book-Retreat und ich habe das Buch auch im Book-Retreat gelesen. Hier ist noch der Amazon-Zettel drin. Ich habe mich total gefreut, dass sie mir das geschenkt hat. Ich habe dem Buch aber leider nur 3,75 bis 4 Sterne gegeben. Und ich weiß, dass dieses Buch eigentlich auch für viele ein Lieblingsbuch aus dieser Reihe ist. Und ich glaube, dass ich dem Buch so ein bisschen Unrecht getan habe, weil ich das Buch, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, in meinem Kopf zu sehr gehypt habe und mich zu sehr darauf gefreut habe. Und dann hatte ich, glaube ich, zu hohe Erwartungen und habe das Buch dann im Endeffekt so ein bisschen für mich kaputt gemacht, weil es einfach nicht diesen Erwartungen von mir, ja, das konnte es einfach irgendwie nicht erreichen. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es nicht so gehittet, wie ich wollte, dass es hittet. Aber in diesem Buch geht es um Winter. Winter ist die Schwester von der Protagonistin aus dem ersten Buch, Flawless, also die Schwester von Summer. Ja, die heißen Winter und Summer. Aber es geht um Winter und Winter ist eigentlich so die Eiskönigin. Die ist eiskalt, alle sagen, sie hat kein Herz und sie lässt niemanden an sich ran. Aber die einzige Person, die sie an sich ranlässt, ist Theo. Und das macht sie auch nur einmal und auch hier geht es um den Pregnancy Trope und ja, ich weiß, viele Leute mögen diesen Trope nicht und für mich ist es eigentlich auch kein Favorit und es ist auch eigentlich total untypisch für mich, dass ich innerhalb von einem Monat 2 Bücher mit demselben Trope, mit dem Pregnancy Trope gelesen habe. Aber auch hier, ich fand es eigentlich, oh, hier kommt der Zettel schon raus, ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, aber irgendwas hat halt hier einfach gefehlt, obwohl die Tension zwischen den beiden und dieser Banter war schon echt gut. Aber ich hätte mir erhofft, dass ich das Buch noch besser finden würde.
Dann habe ich endlich nochmal ein Fantasy-Buch gelesen und ich habe Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber gelesen und das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe dem Buch so 4 bis 4,5 Sterne gegeben. Ich habe vorher nicht die Caraval-Reihe gelesen, wie es ja eigentlich von vielen empfohlen wird, einfach weil mich die Reihe bisher nie interessiert hat und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie noch lesen werde. Kann sein, dass ich irgendwann nach dieser Reihe sage, hey, ich will mehr von ihrem Schreibstil haben, ich will mehr Bücher von ihr lesen. Vielleicht lese ich die Caraval-Reihe dann doch noch. Jetzt gerade ist es aber nicht geplant. Und für alle Leute, denen es ähnlich geht, bisher nach diesem Buch kann ich nicht sagen, ich glaube, mir fehlt jetzt irgendwas an Wissen und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob ich vielleicht für irgendwas schon gespoilert wurde. Also ich wüsste jetzt nicht, ob hier schon irgendein Spoiler stattgefunden hat, der jetzt irgendwie die Caraval-Reihe für mich spoilern würde. Deswegen, falls ihr da irgendwie das gleiche Problem habt und euch die Caraval-Reihe nicht interessiert, bisher kann ich nicht sagen, dass es ein Fehler war, damit anzufangen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das Buch so spannend finde, weil wenn ich so drüber nachdenke, ist vom Plot her eigentlich gar nicht viel passiert. Also es hat keinen krassen Plot, aber irgendwie fand ich es trotzdem so gut und ich wollte weiterlesen und ich will auch unbedingt weiterlesen. Ich habe das zweite Buch noch nicht zu Hause. Das liegt daran, weil das zweite Buch ist zwar schon auf Deutsch raus und ich glaube, das dritte Buch ist auch schon raus, aber ich habe es noch nirgendwo ohne Farbschnitt entdeckt und ich kaufe mir das Buch erst, wenn ich das ohne Farbschnitt finde. Ja, wünscht mir Glück, dass das hoffentlich nicht mehr so lange dauert. In diesem Buch geht es um Evangeline. Habe ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Lass das einfach komplett ignorieren. Sie ist unglücklich verliebt, denn der Mann, in den sie verliebt ist und den sie liebt, er soll eine andere heiraten und er soll ausgerechnet ihre Stiefschwester heiraten. Und um die Hochzeit zu stoppen, wendet sie sich an einen der Schicksalsgötter, Jack heißt er, um halt einen Deal einzugehen, damit diese Hochzeit nicht stattfindet. Und dafür schuldet sie ihm drei Küsse, dessen Empfänger und Zeitpunkt und Ort Jack selber entscheiden darf. Und sie geht diesen Deal ein, merkt aber ganz schnell, dass das wahrscheinlich keine so gute Entscheidung war, mit ihm diesen Deal einzugehen. Aber mehr möchte ich gar nicht sagen und ich bin so gespannt, wie es hier in dieser Story weitergeht, weil, wie gesagt, vom Plot her ist eigentlich gar nichts Krasses passiert und es ist jetzt nicht so vollgepackt mit Abenteuer und so, aber dennoch, ich wurde sofort in diese magische Welt eingezogen und ich fand, das war so schön geschrieben und ich habe mir das richtig gut vorstellen können, wie es da aussieht und deswegen ist es auf jeden Fall eine Empfehlung für mich und ich kann verstehen, warum diese Reihe so beliebt ist. Dann das für mich im September schlechteste Buch war leider Leather and Lark von Brienne Weaver. Ich habe dem Buch 2,5 Sterne gegeben und das ist echt eine richtig schlechte Bewertung. Und eigentlich möchte ich Büchern meistens keine Bewertung unter 3 Sterne geben, aber hier weiß ich nicht. Es hat mich leider echt nicht überzeugt. Und ich glaube, dass wenn dieses Buch nicht der Nachfolger von Butcher und Blackbird gewesen wäre, dass ich es gar nicht so schlecht gefunden hätte. Aber Butcher und Blackbird war einfach so ein Banger, dass meine Erwartungen und meine Erwartungshaltung an diese Buchreihe einfach so hoch war. Und dann kam das und das war einfach irgendwie echt enttäuschend, weil bei Butcher und Blackbird, das war krass. Also ich weiß nicht, falls ihr das gelesen habt, da geht es ja um zwei Serienmörder, die weitere Serienmörder umbringen und daraus dann ein Spiel machen und entwickelt sich eine Freundschaft. Und Butcher und Blackbird war einfach, es war so lustig und es war trotzdem spicy und es war auch schon irgendwie ein bisschen eklig. Und dann habe ich mich eigentlich so auf dieses Buch gefreut, obwohl ich vorab eigentlich schon wusste, dass viele Leute sagen, nee, das Buch hittet einfach nicht so sehr und ich muss mich da leider anschließen und leider sagen, dass das Buch echt nicht so sehr hittet. Ich habe deren Liebe nicht gefühlt und auch diesen Plot habe ich von Anfang an kommen sehen. Also das war gar keine Überraschung. Bei Butcher and Blackbird war ich so, hä, echt? Wirklich? Das ist jetzt passiert? Und hier war ich so, ja, es ist ja komplett obvious, was passiert. Und nee, das hat mich leider nicht überzeugt. In diesem Buch geht es um Lark. Lark ist die beste Freundin von der Protagonistin aus Band 1. Und in diesem Buch lernt Lark den Bruder von Rowan kennen. Rowan ist der Love Interest aus Band 1. Und den Bruder kann sie gar nicht ausstehen. Die zwei verstehen sich null. Die können eigentlich keine 5 Minuten zusammen in einem Raum sein, ohne sich irgendwie zu streiten oder anzuzicken. Das Problem ist aber,
dass die zwei heiraten müssen, um beide ihre Probleme aus der Welt zu schaffen. Und ja, da beginnt die Story. Ich habe das Buch ja in meinem 24-Stunden-Marathon gelesen. Also ich habe Once Upon a Broken Heart gelesen, das Buch und die nächsten drei Bücher, die folgen, sind alle in dem Video drin. Ich habe aber in dem Video vergessen zu sagen, um was es geht. Deswegen mache ich das hier nochmal ein bisschen ausführlicher. Also falls ihr das Video gesehen habt und darauf gewartet habt, dass ich eingehe, um was es in den Büchern geht. Ja, ich habe es vergessen. I'm so sorry. Deswegen machen wir das jetzt. Aber ich habe auch in diesem Video gesagt, dass mich ja eigentlich so Spice-Szenen nie stören und ich das eigentlich auch gerne lese und ich auch nie das Gefühl habe, oh mein Gott, das war mir jetzt irgendwie too much und chill mal. Deswegen, das habe ich noch nie gehabt, außer vielleicht bei einem Dark-Womans-Buch, aber das lese ich ja auch nicht so häufig. Aber in ganz normalen so Womans-Büchern habe ich nie das Problem, dass ich sage, halt, stopp, das ist too much. Hier war ich so, okay, Bruder, chill mal bitte für eine Sekunde. Also ich weiß nicht, alles daran hat mich irgendwie, irgendwie ein bisschen weggecringed. Und wirklich, als diese Spice-Szene kam, vorher war ich bei einer 3-Sterne-Bewertung, dann kam die Spice-Szene oder die erste Spice-Szene bei den beiden und ich war so, nee, 2,5. 2,5, tschüss, ich habe keine Lust mehr. Das ist leider alles, was ich zu dem Buch sagen kann. Dann habe ich direkt auch mit der Rebel Blue Ranch-Reihe weitergemacht und habe Band 2 gelesen. Band 2 ist Swift and Settled und das Buch hat mir direkt viel, viel besser gefallen als Done and Dusted. Ich muss sagen, die Liebe zwischen den beiden, die konnte ich irgendwie mehr nachempfinden und auch die Protagonistin. Ich hatte so viele Momente und so viele Szenen, wo ich mir einfach nur dachte, Girl, same. Also so oft konnte ich mich da reinversetzen und war so, ja, boah, fühle ich. Deswegen, das hat mir so viel besser gefallen. In diesem Buch geht es um Ada und um Wes. Wes ist der Bruder von Emmy, also der Bruder von der Protagonistin aus Band 1. Und Wes lebt auf dieser Ranch und er möchte gerne auf der Ranch eine Pension, halt ein Gasthaus aufmachen. Und um das zu machen, engagiert er die Interior-Designerin Ada. Ada war noch nie dort in dieser Kleinstadt. Und als sie in diese Kleinstadt kommt, führt es sie in eine Bar und eigentlich auch in die einzige Bar, die es dort gibt. Und dort trifft sie auf einen Cowboy, der übrigens mit seinem Hund da ist, was echt nochmal ganz, ganz, ganz viele Pluspunkte gemacht hat. Aber sie trifft da auf diesen Cowboy und zwischen den beiden ist direkt eine Anziehung und Tension da. Und dann kommt es, dass sie auch in dieser Bar noch rummachen. Dann haut sie aber ab, weil sie ist so, oh mein Gott, das bin gar nicht ich, was passiert hier? Und ja, am nächsten Tag möchte sie dann ihren Job anfangen und siehe da, ihr Chef ist der Cowboy aus der Bar. Das ist alles, was ich dazu sagen werde, aber es hat mir richtig gut gefallen. Ist ein echt dünnes Buch. Ich glaube, das hat so gerade mal 300 Seiten. Nee, das stimmt gar nicht. Das Buch hat 285 Seiten. Echt eine kurze Story. Ich habe es, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht, ich glaube, innerhalb von einem Tag gelesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich fand das richtig gut und auf das dritte Buch aus dieser Reihe freue ich mich so sehr. Das hat so viel Potenzial. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich dieses Buch in meinem Kopf wieder zu sehr hype und es dann im Endeffekt diesem Hype einfach nicht gerecht werden kann. Ich glaube, das dritte Buch kommt im November raus. Ich glaube, 5. November. Ich kann auch vollkommen falsch damit liegen, aber ich glaube, dass das dritte Buch mir richtig gut gefallen könnte. Dann habe ich ein Buch gelesen, was mich direkt wieder in meine Jugend katapultiert hat. Ich habe Scions, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, das ist mir auch vollkommen egal, von Josefine Angelini gelesen. Und hier, irgendwie kann ich dem Buch keine Sternebewertung geben, weil das halt, wie gesagt, hat mich so in meiner Jugend katapultiert und das ist nämlich die Vorgeschichte von einer meiner liebsten Jugendreihen von früher. Also falls ihr die Göttlich-Reihe kennt, falls euch das was sagt, das ist die Vorgeschichte. Ich wusste es auch lange nicht. Die Autorin hat nämlich Jahre, nachdem sie die Trilogie veröffentlicht hat, einfach 4 weitere Bücher veröffentlicht. 2 Bücher zur Vorgeschichte und 2 Bücher, die nach der Handlung von der Trilogie stattfinden. Und deswegen, ich kann dem Buch einfach gar keine wirkliche Sternebewertung geben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die jetzt sagen, ich lese jetzt die Trilogie und dann lese ich die Vorgeschichte, weil ich will wissen, was Nina mit diesem Buch hat und warum sie es so gut fand, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sagen, hä, nee, fühle ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe diese Originaltrilogie, die Göttlich-Reihe, halt so 5, 6, 7 Mal gelesen. Ich kenne die in- und auswendig und deswegen hat es für mich so krass gehittet. Es geht nämlich in diesem Buch um die Mutter von Helen, also die Helen ist die Protagonistin aus der Trilogie. Und die Mutter, Daphne, konnte ich nie ausstehen. Die hat mich richtig genervt und das ist halt die Vorgeschichte von ihr. Und in dieser Geschichte lernt man halt Daphne kennen und man sieht, wie ihre Jugend halt war und wie sie ihren Love Interest, Ajax,
keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, halt kennenlernt. Und ich habe hier ganz, ganz, ganz schnell gemerkt, oh Gott, Daphne, es tut mir so leid. Jeder böse Gedanke, den ich über dich jemals hatte, ich möchte ihn gern zurücknehmen, es tut mir leid. Aber um ganz kurz auf die Göttlich-Reihe einzugehen, wirklich, wenn diese Reihe nochmal einen Hype erleben könnte, die wäre so beliebt. Falls euch so Götter-Stories halt interessieren, dann bitte lest diese Reihe. In der Göttlich-Reihe geht es halt um Helen und Helen ist ein Halbgott. Sie weiß das aber nicht und sie lebt auf dieser kleinen Insel und da passiert eigentlich nie was, bis dann eines Tages eine Familie zuzieht. Es ist so ein bisschen wie bei Twilight, alle sind so in Aufruhr und oh mein Gott, wer ist das? Und die sehen alle so gut aus und dann ist sie am nächsten Tag in der Schule und sie trifft auf einen der Jungs von der Familie und die sind im Schulflur und sie möchte ihn umbringen. Also sie möchte ihn halt wirklich umbringen, die versucht ihn auch umzubringen, weil sie weiß ja wie gesagt nicht, dass sie Halbgötter sind, aber bei Halbgöttern, ich weiß nicht, wenn man halt die griechische Mythologie so ein bisschen kennt, da gibt es halt Furien und in diesem Buch, in dieser Story gibt es halt Häuser von den Halbgöttern. Also es gibt halt Haus Atreus, keine Ahnung, Haus, keine Ahnung was, es gibt halt vier verschiedene Häuser und die Mitglieder von den Häusern wollen die Mitglieder von den anderen Häusern umbringen, weil wenn sie halt ein Mitglied von dem anderen Haus treffen, dann ja, kommen halt so ein bisschen, kommen halt diese Furien und die nehmen einen dann in dem Sinne ein und dann hast du so eine Mordlust, dass du halt die andere Person umbringen möchtest. Und das passiert bei den beiden auch, aber in jeder Generation von Halbgöttern gibt es halt immer so Charaktere, die wieder auftauchen, weil das Schicksal halt eine bestimmte Prophezeiung wahrhaben möchte. Und wie gesagt, in jeder Generation von Halbgöttern gibt es halt zwei Star-Crossed Lovers, halt aus verschiedenen Häusern, die aber irgendwie dazu bestimmt sind, zusammen zu sein und sich zu lieben. Und das wiederholt sich in jeder Generation. Und in der Trilogie geht es halt um Helen und um ihren Star-Crossed Lover. Und hier geht es um Daphne und ihren Star-Crossed Lover. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut erklärt war, aber wie gesagt, falls euch das interessiert, bitte, bitte, bitte lest das. Ich glaube, dass sogar die Göttlich-Reihe auf Deutsch bei Kindle Unlimited drin sein sollte. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mir hatte letztens einer geschrieben, dass das drin sein sollte. Deswegen, falls euch das jetzt interessiert hat, vielleicht lest ihr diese Reihe mal. Wenn ihr sie lest, bitte, bitte sagt mir Bescheid. Schreibt mir sofort. Wenn ihr damit anfangt, dann möchte ich wirklich kapitelweise Updates haben. Ich habe jetzt viel zu lange über diese Buchreihe geredet, aber ja, ich habe das erste Buch der Vorgeschichte gelesen. Oh mein Gott, ich komme zum Ende. Wir sind bei den letzten beiden Büchern angekommen. Ich habe, nachdem ich Funny Story von Emily Henry gelesen habe, mich richtig auf Beach Read von ihr gefreut. Aber dann ist mir ganz schnell wieder eingefallen, ah, jetzt weiß ich wieder, warum sich Funny Story nicht anfühlt wie ein Emily Henry Buch. Weil das hat sich dann natürlich wieder angefühlt wie ein Emily Henry Buch. Und das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch rüber und versteht mich nicht falsch. Emily Henry ist eine wunderbare Autorin. Sie kann so gut mit Wörtern umgehen und ich sag gerne, dass Emily Henry die Taylor Swift unter den Autorinnen ist. Aber irgendwie hitten ihre Storys einfach nicht so sehr für mich und ich mag die Charaktere, aber das ist jetzt auch kein Buch, bei dem ich sagen würde, ich glaube, irgendwann könnte ich mir vorstellen, das nochmal zu lesen. Anders halt wie bei Funny Story. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe bisher von Emily Henry jetzt Funny Story und Beach Read gelesen und Happy Place und Book Lovers. Und von all diesen vier Büchern ist das dennoch auf Platz 2. Also es hat mir dennoch gut gefallen. Aber ja, irgendwie können Emily Henry und ich nicht so connecten, wie ich mir das wünschen würde. Ganz kurz, um auf den Plot einzugehen. In diesem Buch geht es um January und auf der Beerdigung von ihrem Vater findet sie heraus, dass ihr Vater nicht derjenige ist, den sie dachte zu kennen und sie glaubt nicht mehr an die Liebe. Das Problem ist aber, dass sie ihrer Editorin ein Buch liefern muss über Happy Endings und dann ist sie über den Sommer 3 Monate lang in einem Strandhaus und versucht dort ihre Story zu schreiben. Sie ist aber nicht die einzige Autorin, die gerade ihr Buch einfach nicht beenden kann, denn ihr Nachbar Gus schreibt zwar ein komplett anderes Genre, aber auch er hat gerade so eine kleine Schreibblockade und dann gehen die beiden zusammen einen Pakt ein und sagen halt, hey, für den Sommer, für die 3 Monate muss jeder von uns das Buch des anderen in dem Sinne weiterschreiben. Also Gus schreibt Bücher über Happy Endings und sie schreibt ein komplett anderes Genre, keine Ahnung. Und wir kommen zu dem letzten Buch, was ich im September gelesen habe. Und das war Say You Swear von Megan Brandy. Und hier habe ich echt Probleme, das Buch zu bewerten. Ich glaube, ich wäre so bei einer 4-Sterne-Bewertung. Ganz easy 4 Sterne. Weil
Einerseits fand ich, dass das Buch zu lang war. Das Buch hat über 500 Seiten. Andererseits habe ich aber echt wirklich nicht wenig heulen müssen, dass es mir dann doch so gut gefallen hat und ich war so invested. Und das Buch ist kein Buch, wo es einen krassen Plot gibt, sondern es geht mehr um die Charakterentwicklung und um die Erfahrungen, die die Charaktere im College machen. Also erwartet hier keinen krassen Plot, aber ihr werdet auf jeden Fall mit den Charakteren mitfühlen. Ich finde, es passt auch, wie die sich verhalten, was das Alter angeht. Aber ja, ich finde es ganz schwer, dieses Buch zu bewerten. In diesem Buch geht es um Ariana und der beste Freund von ihrem Bruder hat ihr das Herz gebrochen. Dann gehen die alle als Gruppe zusammen aufs College und ihre College-Zeit ist am Anfang wirklich sehr deprimierend, weil sie möchte halt ihn eigentlich auch erstmal nicht wiedersehen und sie kann ihn nicht wiedersehen und sie kann jetzt gerade nicht mit ihm befreundet sein und hat deswegen am Anfang vom College eine ganz, ganz schlechte Zeit. Und dann lernt sie aber auf dem College Noah kennen und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr schöne Freundschaft und Noah hilft ihr so ein bisschen über den besten Freund hinwegzukommen. Und irgendwann merkt sie aber, hey, ich denke gar nicht mehr über den besten Freund, über Chase nach, sondern mittlerweile denke ich eigentlich über Noah nach. Und Noah, oh, den würde ich gerne in den Arm nehmen. Den würde ich so gerne in den Arm nehmen und einfach nur sagen, es wird alles gut, es tut mir so leid. Ich will nicht weiter sagen, aber ich habe wirklich echt geflennt. Ich habe wirklich richtig geflennt. Das war, boah, irgendwann dachte ich so, okay, jetzt chillt mal bitte. Können wir bitte zu dem Happy End kommen? Und das waren alle 11 Bücher, die ich im September gelesen habe. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich glaube, dass das der beste Monat für mich war. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr als 11 Bücher in diesem Jahr innerhalb von einem Monat gelesen. Fragt mich nicht, wie ich das geschafft habe, weil wir sind ja in dem Monat auch umgezogen. Keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall gehustelt, aber was man natürlich sagen muss, ich habe auch einen 24-Stunden-Marathon gemacht und in diesem Video habe ich 5 Bücher gelesen. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Ich hatte auch die Zeit, ich hatte Semesterferien, deswegen vergleicht euch bitte nicht damit und denkt jetzt, dass das irgendwie die Norm ist. Wie gesagt, das ist auch ein Rekord für mich gewesen, aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr im September gelesen habt, ob ihr vielleicht auch eins der Bücher gelesen habt oder ob sie auf eurem Sub sind. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welches Buch ihr vielleicht gelesen habt, bei dem ihr jetzt sagt, so, ey Nina, das musst du unbedingt lesen. Wenn ihr das macht, dann weiß ich auf jeden Fall auch, ihr habt das Video bis zum Ende geschaut. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das Video sehr lang sein könnte. Ich weiß nicht. Die ausgelesenen Videos sind tatsächlich meistens die Videos, die von allen Formaten, die ich habe, am schlechtesten ankommen. Schlecht ist natürlich jetzt nicht, dass die keine Views bekommen, aber viele andere Videos haben halt mehr Views. Deswegen, falls ihr bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare ein Buch, welches ihr mir empfehlen würdet, bei dem ihr sagt, hey Nina, das habe ich letztens gelesen und ich glaube, dass dir das gefallen könnte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video unterhalten. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder.